Mein besonderer Moment war definitiv 2016 in Rio. Es ist ein langer Traum für mich in Erfüllung gegangen. Der Sieg im K4 über 1000 Meter, nachdem ich sogar 4 Tage vorher im Einer ziemlich Pech hatte, indem ich durch so ein Gemüsebeet gefahren bin. Und war natürlich dann wirklich geknickt. Und wenn du dann mit deinen Mannschaftskameraden irgendwie, ich sag mal, in dem finalen Rennen deines Lebens dann diesen Olympiasieg holst, ist es was ganz Besonderes, eine Emotion. Wenn ich die Bilder jetzt sehe, dann kriege ich Gänsehaut, freue mich wie ein kleines Kind immer noch. Habe, glaube ich, an dem Tag auch so viel geheult wie lange nicht mehr in meinem Leben, was aber irgendwie völlig schön war und für mich völlig in Ordnung. Ja, und werde dann noch mal lange dran zurückblicken, also darauf zurück. Blicken und auch mit meinen Unterstützern, Freunden diesen Moment genießen und bin da sehr, sehr, sehr dankbar für das erlebt haben zu dürfen in meiner sportlichen Laufbahn.